Es war die legendäre Zeit der Fliegerei. Er glaubte an seine Unbesiegbarkeit. Eine Legende hat jene Zeit überlebt. Die vom Roten Baron. Am 21. April 1918 tat Manfred von Richthofen nur wenige Meter von hier entfernt seinen letzten Atemzug. Das unbesiegbar scheinende deutsche Fliegerass wurde durch ein einziges Geschoss vom Himmel geholt. Es durchtrennte Leber, Herz und die beiden Hauptblutgefäße. Von wem stammte die tödliche Kugel? Rückblick. In Frankreich tobt der Erste Weltkrieg, der tausendfachen Tod bringt. Grabenkämpfe, Maschinengewehrfeuer. Das Ende eines legendären Piloten, das die Historiker jahrzehntelang beschäftigen wird. Ein tolles Gerät. Der Erste Weltkrieg. Den heute Lebenden erscheint er unendlich fern. Ein Name überstrahlt das Geschehen von damals, Manfred von Richthofen. 1918 ist er ein gefeierter Held, abgebildet auf Postkarten. 25 Jahre jung und von aristokratischer Herkunft. Er ist Geschwaderführer der vom Gegner am meisten gefürchteten deutschen Fliegereinheit, hervorragender Pilot und ausgezeichneter Schütze. Ab 1917 fliegt Richthofen immer eine knallrote Maschine. Anfangs einen Doppel-, später dann einen Dreidecker. Auch seine Kameraden sitzen in bunt lackierten Flugzeugen, was dem Geschwader schnell den Spitznamen Fliegender Zirkus einbringt. Manfred war ein Star. Er wurde dazu gemacht, weil das Oberkommando Erfolge brauchte, die im Stellungskrieg zu Lande nicht zu haben waren. Also machten sie aus Piloten Helden. Richthofen hatte 80 Flugzeuge abgeschossen, mehr als jeder andere Pilot in diesem Krieg. Aber am 21. April 1918 wurde der Jäger selbst zum Opfer. Mit dem Tag seines Todes begann die lange währende Debatte, wer wohl den Roten Baron vom Himmel geholt hatte. Eine Spur führte schließlich nach Australien, wo noch ein 104 Jahre alter Augenzeuge jener Kriegsereignisse lebt. An der Front sah es schlimm aus. In den Gräben stand das Wasser und es gab Ratten so groß wie Katzen. Dabei lagen wir ständig unter Feuer. Bomben, Granaten, die furchtbare Verwundungen zur Folge hatten. So viele, dass man sie gar nicht mehr zählen konnte. Ted Smout hat im Krieg viele Tote gesehen. An einen aber kann er sich besonders gut erinnern. Als er da sterbend vor mir lag, hatte ich kein Mitleid mit ihm. Smout ist der letzte noch lebende Augenzeuge dessen, was am 21. April 1918 geschah. Er war nicht nur Zeuge des Absturzes, sondern auch der letzten Sekunden im Leben des Roten Barons. Es war ein klarer Tag. Wir waren in Ruhestellung, knapp einen Kilometer hinter der Front, und gerade dabei, Tee zu kochen. Da sahen wir Flugzeuge im Luftkampf über der Front. Zwei scherten aus und wir sahen den roten Dreidecker niedergehen. Smout kann die Maschine nur sehen, weil Richthofen ein schwerer Fehler unterlaufen ist. Er hat ein englisches Flugzeug allein in feindliches Gebiet verfolgt. Plötzlich sieht sich Richthofen einem Geschosshagel ausgesetzt. Er kam gut runter und drehte dann nach rechts. Was Smout bis heute am meisten bewegt, sind die Umstände der tödlichen Verletzung des Piloten.
Alle ballerten drauf los, aber nur eine Kugel traf. Sonderbar. So viele Schützen und noch mehr Geschosse. Aber nur eins trifft tödlich. Wer hat es abgefeuert? Feuer! Die Schilderungen der Ereignisse vom 21. April 1918 unterscheiden sich. Fest steht: Gegen 10.45 Uhr liefern sich eine englische Staffel und eine Staffel des berühmten Fliegenden Zirkus einen Kampf über den deutschen Stellungen. Leutnant Wilfred May, ein junger kanadischer Pilot in seinem ersten Kampfeinsatz, dreht ab, um zu seinem Stützpunkt zurückzufliegen. Die englische Luftwaffe war mit Sopwith Camel Doppeldeckern ausgerüstet. Sie waren 195 Stundenkilometer schnell und wendig, neigten aber zu einer leicht instabilen Fluglage. Die Bewaffnung bestand aus zwei auf den Rumpf montierten Maschinengewehren, die durch den Propeller feuern konnten. 10.55 Uhr. Richthofen geht auf Verfolgungsjagd. Sein Fokker DR-1 Dreidecker ist nur 176 Stundenkilometer schnell, hat dafür aber dank der höheren Oktanzahl des deutschen Flugbenzins eine größere Steiggeschwindigkeit. Hinzu kommt die große Kampferfahrung des Roten Barons, der schon 80 Luftsiege errungen hat. Die beiden Kontrahenten rasen im Tiefflug westwärts das Somme-Tal entlang, wobei sie fast die Baumwipfel und den Kirchturm des Dorfes Vaux-sur-Somme streifen. Der kanadische Staffelführer Roy Brown bemerkt die Gefahr, in der sein Kamerad schwebt, und eilt ihm zu Hilfe. 10.58 Uhr. Brown feuert eine Garbe und sieht, wie der rote Dreidecker nach rechts abdreht. Dann zieht er aus dem Sturzflug hoch und in einer weiten Kurve nach Nordosten, um einem weiteren Kameraden beizustehen. In diesem Augenblick eröffnet australische Flugabwehr das Feuer auf den Roten Baron. 11 Uhr. Die Maschine kracht in der Nähe eines Schornsteins auf ein Feld. Noch lebt Manfred von Richthofen. Aber bereits Augenblicke später, als australische Soldaten den Ort erreichen, erliegt er seiner Schussverletzung. Was geschah in jenen letzten zwei Minuten seines Lebens? Auf den ersten Blick ist es fast unmöglich zu sagen, woher bei dem wilden Schusswechsel und Kampfgetümmel die tödliche Kugel kam. Wegen der vielen Hügel und Täler gab es auch keinen, der den gesamten Kampfverlauf hätte beobachten können. Man konnte immer nur kleine Ausschnitte davon sehen. Gebührte dem Kanadier Roy Brown der Ruhm, den gefürchtetsten Jagdflieger des Ersten Weltkriegs abgeschossen zu haben? Und hatte er damit zugleich seinem Kameraden Wilfred May das Leben gerettet? Viele sind bis heute fest davon überzeugt. Aber es gab auch andere Kandidaten, Männer, deren Namen heute fast vergessen sind. Snowy Evans, Robert Buey, Cedric Popkin. Drei einfache MG-Schützen, die von unten auf den Dreidecker schossen. Gelang einem von ihnen der folgenreiche Treffer? Moderne Technik soll jetzt einem Expertenteam dabei helfen, die Ereignisse des 21. April 1918 zu rekonstruieren. Michael Selig und Brian Fewes, Softwareentwickler für Flugsimulatoren. Gary James, Ballistikfachmann. Der Gerichtsmediziner Dr. David King. Steve Harvey und Lawrence Ryan, Laserexperten. Mike Yardley, Scharfschütze. Und der Historiker Alan Bennett. Zunächst müssen die genauen Daten für den letzten Flug des Roten Barons ermittelt werden. Um die Umstände seines Todes zu klären, ist es wichtig zu wissen, wo er starb. Die genaue Position war lange Zeit unbekannt.
Der Historiker Alan Bennett hat alle Aussagen für den letzten Flug zusammengetragen. Zeugen benennen vier verschiedene Felder als den Ort der Landung. Es gab viele Widersprüche, aber alle sagten, der Dreidecker sei im Feld neben einem großen Erdhügel zum Stillstand gekommen. Wenn ich den fände, wäre die Sache klar. Die Lösung fand sich auf Luftbildern, aufgenommen nur wenige Wochen vor dem Abschuss. Darauf war inmitten eines Feldes ein Schatten zu erkennen, verursacht durch einen Erdhügel. Ausgerüstet mit einem Satellitennavigationsgerät fuhr Alan Bennett nach Frankreich, um das Feld ausfindig zu machen. Glückliche Umstände führten Alan Bennett mit dem ehemaligen Bürgermeister von Vaux-sur-Somme, Henri de Laplace, zusammen. Dessen Großvater war zu jener Zeit schon Bürgermeister des Ortes gewesen und kannte den Landeplatz genau. Später zeigte er ihn seinem Enkel, der das Wissen an den englischen Historiker weitergeben konnte. Er sagte mir damals, Richthofens Flugzeug sei ziemlich genau hier gelandet. Das unterscheidet sich nur um 6 Meter von meinen Berechnungen. Wir können es beweisen. Es war genau hier. Ein wichtiger Schritt. Denn damit ist es zum ersten Mal gelungen, den Ort genau zu identifizieren, an dem der rote Baron sein Ende fand. Nun sollen die letzten 2 Minuten seines Lebens rekonstruiert werden. Von den ersten Schüssen bis zu seinem Tod im Cockpit der notgelandeten Fokker. Richthofens Erfolge in nur 18 Monaten Fronteinsatz machten ihn schnell zur Legende. Geachtet und gefürchtet zugleich. Ein strahlender Held am Himmel. Weit weg vom Elend in den Schützengräben. Umso verbissener wurde sogleich um die Ehre gestritten, ihn zur Strecke gebracht zu haben. Die Ereignisse von Vaux-sur-Somme füllten stapelweise die Berichtsmappen des britischen Militärs. In 3 Versionen wurde der Abschuss kolportiert und dann eine halbherzig offiziell anerkannt. Und das war die des kanadischen Piloten Captain Roy Brown, dessen Bericht mit dem Vermerk schlüssig angenommen wurde. Doch war sie das wirklich? Schlüssig? Oder gab es eine überzeugendere Version? Sowohl die Bordwaffen wie auch Flugabwehrwaffen verschossen Munition des Kalibers 7,69 mm. Der Historiker Alan Bennett ist die damalige Strecke noch einmal abgeflogen. Richthofen verfolgte also Leutnant May. Dann eilte ihm Roy Brown im Sturzflug zu Hilfe. May und Richthofen kamen dicht über dem Wasser den Kanal entlang, direkt hier auf uns zu. Sie folgten dann aber nicht der Biegung, sondern flogen über uns hinweg nach Vaux-sur-Somme. May flog knapp über den Häusern die Straße entlang und streifte dabei fast den Kirchturm, Richthofen dicht auf. Sie verschwanden dann in der Richtung hinter den Bäumen. Nahe einer Pontonbrücke bei Vaux-sur-Somme bemerkten Beobachter am Boden dann ein drittes Flugzeug, das den roten Dreidecker jagte. Soldaten waren dabei, diese Brücke zu reparieren, als sie Leutnant May und seinen Verfolger sahen. Roy Brown flog nicht weiter hinterher, sondern drehte ab, um einem weiteren Piloten beizustehen. Hatte Brown zu diesem Zeitpunkt schon eine tödliche Garbe abgefeuert? Man wollte wohl daran glauben, weshalb diese Version auch von den offiziellen Stellen bestätigt wurde. Ich bin fast sicher, dass es Captain Brown war, der den roten Baron abschoss. Seinen überragenden Erfolg als Kampfpilot verdankte Richthofen seiner Flugkunst und Treffsicherheit sowie dem hochentwickelten Korpsgeist seiner Staffel. Nun soll empirisch nachgeprüft werden, ob die australische Flugabwehr oder die kanadische Luftwaffe der Bedrohung durch Richthofen ein Ende gesetzt hatte.
Die alten Maschinen sind zwar noch flugtauglich, trotzdem werden sie für die Beweisführung durch ein Vehikel aus neuerer Zeit ersetzt, den Flugsimulator. Michael Selig und Brian Fewes sind erfahrene Piloten, Flugzeugingenieure und Softwareentwickler für Flugsimulatoren. Mit ihrer Hilfe werden die beiden Typen Sopwith Camel und Fokker DR1 virtuell wieder auferstehen. Es ist wichtig, die flugtechnischen Schwierigkeiten von damals nachzuempfinden und dann noch die mit dem Maschinengewehr. Wir berechnen, wie sich Aerodynamik und Vibration auf das MG auswirken und prüfen die Zielgenauigkeit. Es ist schwer, aus einem schwankenden Flugzeug den Gegner mit einem MG zu treffen, das vom Motor vibriert. Also versuchte man, sich von hinten nah heranzupirschen. Im Kampf wollte man möglichst bis auf 10 Meter ans Heck des Gegners ran. Die damaligen Umstände sprechen gegen einen Abschuss durch Brown, der mit Vollgas im Sturzflug angriff und dabei 290 Stundenkilometer erreicht haben dürfte. Bereits aus einem Abstand von etwa 300 Metern begann er dann auf Richthofen zu feuern. Brown war so schnell, dass er den roten Dreidecker bei dem Versuch gerammt hätte, eine gute Schussposition einzunehmen. Er konnte also gar nicht gezielt schießen. Diese Kampfszenen werden jetzt virtuell nachgestellt. Allerdings sind noch die genauen Bahnen der Geschosse zu berechnen, die Brown auf Richthofen abgefeuert hat. Dabei hilft der Waffenexperte Gary James. Das Vickers MG war eine sehr zuverlässige Waffe mit 500 Schüssen pro Minute. Als Bordkanone schaffte es sogar 850 bis 900 Schüsse. Die hohe Feuerkraft eines Maschinengewehrs geht immer zu Lasten der Zielgenauigkeit. Wir wollen zeigen, welchen Streuungsgrad die Kugeln aus Browns MG aufwiesen. Die Entfernung wird ca. 160 Meter betragen. Look at that, not too bad. Oh, not too bad. Pretty good. Nicht schlecht. Wir messen mal den größten Abstand, etwa 40 Zentimeter. Die Streuung von Browns MG aber dürfte viel größer gewesen sein, da es direkt auf der Motorabdeckung der Camel montiert war. Ein extrem wackeliger Platz für eine Bordwaffe. Wie wackelig wird deutlich, wenn man ein Lasergerät an gleicher Stelle anbringt. Man sieht die Bewegung des Laserstrahls. Der Motor verursacht eine schwingende Bewegung. Wird er leicht gedrosselt, entsteht eine Abweichung von etwa 5 cm. Addiert man die normale Streuung des MG mit dem Vibrationseffekt, ergibt sich eine Abweichung von etwas weniger als einem Meter auf 300 Meter. Die Streuung erhöht sich aber noch durch Bewegungen der Maschine in der Luft. Camel und Fokker hatten beide Umlaufmotoren, die sich mit dem Propeller drehten. Diese rotierende Masse erzeugte Fliehkräfte, die die Steuerbarkeit beeinträchtigten. Die Camel war einfach ein schwer zu fliegendes Biest. Einander entgegenwirkende physikalische Kräfte erschwerten Brown daher den Schuss aus der Distanz. Im Sturzflug hatte er einen Neigungswinkel von 45 Grad und befand sich damit im Grenzbereich für damalige Flugzeuge. Er musste ein wenig vorhalten, um zu treffen. Das hieß, am Knüppel ziehen und die Nase anheben, wobei ihn die Rotationskräfte nach rechts ausscheren ließen. Das Ziel rutschte ihm einfach weg, sobald er versuchte, es kontrolliert anzusteuern. Richthofen verstieß an jenem Tag gegen eine Regel, die er selbst aufgestellt hatte. Niemals tief und allein über feindliches Gebiet zu fliegen. Möglicherweise hatte er im Tiefflug Orientierungspunkte verwechselt und war über die Frontlinie geraten. Roy Brown hätte also sehr viel Glück haben müssen, um Richthofen abzuschießen.
Die Computeranimation soll jetzt die anderen Möglichkeiten beleuchten. Das ist sehr gut gemacht. Am Joystick spürt man, wie schwer es für die Piloten gewesen sein muss. Schwer zu fliegen ohne künstlichen Horizont. Das Programm zeigt jedes siebte Projektil als Leuchtspurgeschoss. Jeder einzelne Schuss aber wird dokumentiert, um herauszufinden, ob er einen der Kästen und damit Richthofens Kopf oder Körper hätte treffen können. Die Maschine von Leutnant May wird vom Computer auf einem festgelegten Kurs gesteuert. Michael Selig steuert den roten Dreidecker des Deutschen. Brian Fuchs fliegt die Maschine von Captain Brown. Okay, fellas, this is the mission. Die Simulation soll mit Brown beginnen, der aus 1500 Metern Höhe zum Sturzflug ansetzt. Ich wünsche mir das so realistisch wie möglich. Schaffen Sie das? Ja. Yep. Okay, let's get started. Begin. Das da oben ist Brown. Welche Höhe hat er? 640 Meter. There's a Somme River down below. Da ist die Somme. Und jetzt kann man Vaux-sur-Somme erkennen. Unglaublich. Really amazing. Look at that. And there's the church. Da, die Kirche. Und fast streift er sie. There's the near miss. Und jetzt beginnt Brown gleich den Angriff. Höhe 396 Meter. Toll. Als wäre man wirklich im Cockpit. Ich starte jetzt meinen Angriff. Ziemlich schwer, ihn im Visier zu halten und dran zu bleiben. Da, die Leuchtspurgeschosse. Dann dreht er ab. Ganz schön schnell vorbei, die Aktion. Browns Angriff hat nur Sekunden gedauert. Richthofen weicht nach rechts aus, als er die Leuchtspurgeschosse bemerkt. Aber hat Brown ihn überhaupt getroffen? Wie war's? Nicht so gut. Keine Treffer dabei. Man merkt, wie schwer es ist, ihn zu treffen. Für mich sah es so aus, als hätten sie es geschafft. Mag sein, dass es so aussah, aber es ist sehr schwer. In fünf Durchgängen gelang dem virtuellen Roy Brown nicht ein einziger Treffer. Das Ziel ist extrem klein. Im Originalvisier füllt es nicht mal den Suchring um das Fadenkreuz aus. Einen Distanztreffer zu landen, war damit sehr schwierig. Es war also fast aussichtslos für Brown, den roten Baron zu treffen. Aber das schließt einen Sonntagsschuss nicht aus. Was sagen die medizinischen Indizien? Können Sie die Sonntagsschuss-These stützen? Richthofens Leiche wurde in der Nacht des 21. April von zwei Ärzten der englischen Luftwaffe gründlich untersucht. Von ihnen stammt ein detaillierter schriftlicher Befund. Eine schwere Kopfverletzung, verursacht durch die Notlandung, und eine Schussverletzung mit einer kleinen Einschusswunde im rechten Oberkörper. Und eine größere Austrittswunde nahe der linken Brustwarze. Daraus schlossen die Ärzte, das Projektil habe nicht vom Boden stammen können. Das sprach für Brown. Am nächsten Tag untersuchten zwei Heeresärzte die Leiche erneut. Ihre knappe Schlussfolgerung: Die Wunde sei verursacht durch ein Geschoss des Kalibers 7,69 mm. Diesen Munitionstyp aber benutzte Brown ebenso wie die MG-Schützen am Boden. Die Gerichtsmedizin konnte 1918 noch nicht das leisten, was heute möglich ist. Vielleicht hilft das Fachwissen des Pathologen Dr. David King bei der weiteren Klärung. Er kennt sich gut aus mit Verletzungen durch Projektile dieser Art. And here's the bullet.
Dies Geschoss ist ummantelt und langgestreckt, wobei sich der Schwerpunkt nach hinten verlagert. Bei Distanzschüssen sehr zielgenau. Sobald es aber in den Körper eindringt, wird es instabil und beginnt zu taumeln. Das Einschussloch solch eines Projektils ist unscheinbar. Die Austrittswunde jedoch verrät einiges. Die Wunde entspricht genau dem Befund der damaligen Ärzte. So sehen Verletzungen durch eine Kugel aus, die sich im Körper taumelnd um die Längsachse dreht und dann seitlich wieder austritt. Das taumelnde Geschoss reißt schreckliche Wunden, erzeugt beim Aufprall eine gewaltige Schockwelle und zerfetzt die inneren Organe. Die Schockwelle zerstört organisches Gewebe im Umkreis von 7 bis 10 Zentimetern um den Schusskanal. Die Kugel durchdrang Lunge, Leber, Herz und zerschnitt wohl auch die beiden Hauptschlagadern mit entsprechenden Folgen. Der Grad der Verletzungen führte zwangsläufig in weniger als einer Minute zu Bewusstlosigkeit und kurz darauf zu seinem Tod. An diesem Punkt kommt der zeitliche Ablauf ins Spiel. Und damit bricht die Beweiskette zusammen, die für Browns Erfolg spricht. Denn nach dessen Sturzangriff um 10.58 Uhr setzte der Deutsche nicht gleich zur Notlandung an. Stattdessen überflog er 30 Sekunden später Cedric Popkin, den australischen MG-Schützen, am Boden. Und weitere 30 Sekunden später überflog er die Stellung von Buoy und Evans hinter einem Hügelkamm. Hätte Brown getroffen, wäre Richthofen zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos gewesen. Er aber drehte eine weitere Runde, bevor er zur Notlandung im Feld ansetzte. Uhr. Knapp 2 Minuten nach Browns Attacke erreichen australische Soldaten, darunter Ted Smout, die Rote Fokker. Da lebt er noch. Wir zogen ihn raus. Er sagte nur noch kaputt und starb. Brown konnte bei seinem Angriff Richthofen nicht getroffen haben, sonst hätte der tot sein müssen, als Smout bei ihm eintraf. Der berühmte und gefürchtete Kriegsheld ist also von einem Soldaten am Boden erschossen worden. Drei Männer kommen dafür in Frage. Richthofen starb, bevor ihn der Befehl des deutschen Kaisers erreichte, nicht mehr zu fliegen. Der sollte ihn vor dem eigenen Ehrgeiz schützen. Ein Experiment mit Laserlichtkanonen wird klären helfen, wer von den Schützen am Boden den Roten Baron getroffen haben könnte. Zunächst gilt es herauszufinden, aus welcher Entfernung auf Richthofen geschossen wurde. Dafür hat der Ballistikexperte Gary James einen Test entwickelt. Diese gelatineartige Masse weist die Dichte eines menschlichen Körpers auf und entspricht mit 40 cm Breite der Rumpfpartie. Das ist der Effekt eines 7,69 mm Projektils aus kurzer Distanz. Mein Gott, alles kurz und klein gehackt. Da ist nicht viel übrig. Die Schockwelle hat den gesamten Aufbau zerstört. Richthofen kann nicht aus der Nähe getroffen worden sein. Dann wären die Verletzungen viel gröber ausgefallen, wie man hier sieht. Laut Augenzeugen steckte das tödliche Projektil noch in seiner Fliegermontur. Der Schuss musste also aus größerer Entfernung abgegeben worden sein. Beim nächsten Versuch reduziert James die Zündpulvermenge, um einen Distanzschuss zu simulieren. So etwa sieht der Treffer aus 700 Meter Entfernung aus. Der Schuss sitzt ziemlich genau da, wo wir ihn haben wollten. Er ist nicht ganz durchgegangen. Die Ausschussöffnung liegt seitlich, nahe dem hinteren Ende. Das deutet darauf hin, dass Richthofen möglicherweise aus dieser Entfernung von einer 7,69er-Kugel getroffen wurde.
Von welchem der drei Schützen stammt das tödliche Geschoss? Vielleicht findet der Historiker Alan Bennett die Antwort. Seine Nachforschungen erbrachten die Namen derjenigen Soldaten, deren Position am Boden es ihnen erlaubt hätte, Richthofen zu treffen. Er überflog Popkin, der aber von hinten feuerte. Damit kommt er zunächst nicht in Frage. Dann näherte sich der Dreidecker Buey und Evans, die von vorn, nicht von rechts schossen und damit erstmal wegfallen. Dann aber flog er ein U, wobei er Evans seinen rechten Flügel darbot und beschossen wurde. Daraufhin flog er wieder an Popkin vorbei, der jetzt auch von rechts auf ihn feuerte. Es kommen daher nur Evans oder Popkin in Frage, die allerdings etwa aus 550 bzw. 730 Metern Entfernung feuerten. Derart weit weg ein bewegliches Ziel zu treffen, erfordert Geschick und Glück. So sieht ein 6 Quadratmeter großes Zielobjekt aus 700 Meter Entfernung aus. Der rote Dreidecker wies eine circa doppelt so große Fläche auf, bewegte sich aber. Bei dieser Entfernung muss man über das Objekt zielen, weil das Geschoss mehr als 30 cm an Höhe verliert. Ein paar Treffer sind drauf. Erstaunlich wenig bei der Menge, die wir verschossen haben. Das sieht nach einer Streuung von 1,80 bis 2 Metern aus. Nicht mal ein Zehntel der Schüsse hat getroffen. Dagegen mussten die australischen Schützen ein fliegendes Ziel bekämpfen, das 160 Stundenkilometer schnell war. Es blieben ihnen nur ein paar Sekunden zum Schießen. Ein Glückstreffer. Hätte ein am Boden abgefeuertes Geschoss Verletzungen hervorrufen können, wie sie Richthofen aufwies? Diese Frage soll nun beantwortet werden. Dabei sollte Mike Yardley helfen, ein bekannter englischer Scharfschütze. Dies ist ein Lewis MG, ein Klassiker des Ersten Weltkriegs. Zielt man damit auf ein Flugzeug, muss man vorhalten. Denn während das Geschoss unterwegs ist, fliegt das Flugzeug weiter. Auf die Entfernung muss man bei einem solchen Flugzeug, das quer zur Schussrichtung fliegt, etwa 4 Rumpflängen vorhalten. Bis zu jenem Glückstreffer, der jetzt mit Lasertechnik simuliert werden soll, galt der Rote Baron gleichsam als unbezwingbar. Die Piloten seiner Jagdstaffel hatten die durchschnittliche Überlebensrate der Feindpiloten im Kampfeinsatz innerhalb kurzer Zeit von 295 auf 92 Stunden gesenkt. Die Laserkanone steht fast an der Stelle, wo damals die MG-Stellungen der australischen Soldaten lagen. Der Versuch beginnt an der Position von Popkin. Das ist ein tolles Gerät. Yardley geht in Stellung. Zuvor aber musste der Laser entsprechend programmiert werden. Denn bis ein Geschoss ins Ziel trifft, vergehen Sekundenbruchteile. Laserlicht dagegen überwindet die Distanz fast zeitgleich mit dem Feuerimpuls. Also wird der Laserstrahl in einem bestimmten Winkel abgelenkt, der wie eine Verzögerung wirkt, um den Schützen zum Vorhalten zu zwingen.
Der pulsierende Laserstrahl simuliert dabei die Schussfolge, 7 pro Sekunde. Auch die Streuung des Lewis-Maschinengewehrs wurde bei der Programmierung berücksichtigt. Alan Bennett erklärt derweil den Piloten, die Richthofens Route steuern sollen, den Flugplan. Yardley wird eine Brille tragen, die kein grünes Licht durchlässt. Das Experiment zeigt, dass kein Laserlicht durchdringt. Man den Strahl durch die Brille also auch nicht sehen kann. Das soll den Schützen daran hindern, den Laser als Zielhilfe zu benutzen, während er auf das Flugzeug feuert. Zunächst eine technische Probe, die gewährleisten soll, dass alle Geräte funktionieren. Achtung, der erste Vorbeiflug, alles klar? Okay, Sie kommen. And fire. Der Laser muss nachjustiert werden. Und es gibt Unstimmigkeiten wegen der Flugroute. Er muss direkt über uns fliegen. Noch ein wenig Feinabstimmung und der Versuchsaufbau für den Abschusstest steht. Der rote Baron kann kommen. Um die Lasertreffer für die Kamera deutlich sichtbar zu machen, haben sie die Dunkelheit abgewartet. Diese Schüsse dienen Yardley nur zum Training. Denn Popkin schoss nicht von hinten auf Richthofen. Außerdem stimmt der Abstand nicht. Jetzt wird das Flugzeug, wie hier im Modell, im richtigen Abstand fliegen. Here it comes. Running. Okay, and fire! You got it here. Während der 11-sekündigen Feuersequenz trifft Yardley die Maschine 20 Mal. 10 Mal davon direkt ins Cockpit. Ich habe schon mit vielem geschossen, aber noch nie mit einem solchen Ding. Es zeigt, dass es möglich war, den roten Baron zu treffen. Popkin wäre demnach in der Lage gewesen, Richthofen abzuschießen. Aber auch die Position des anderen in Frage kommenden Schützen muss noch getestet werden. Der Versuchsaufbau folgt den historischen Vorgaben und dem zeitlichen Ablauf. Demnach musste Richthofen in diesem Augenblick bei Gegenwind eine Kammhöhe überfliegen, ahnte aber nicht, wie nah er sich über feindlichen Bodenstellungen befand. Snowy Evans war der letzte der MG-Schützen, der auf ihn feuerte. Zuerst, als der rote Baron direkt auf ihn zuflog. Yardley schießt aus der Position von Evans. Er trifft. Aber diese Frontaltreffer hätten Richthofen nicht töten können. Wahrscheinlich hatte der aber die Leuchtspurgeschosse bemerkt und war abgedreht, wobei er Evans seine rechte Seite zuwandte. Der feuerte abermals auf ihn, von rechts. So wie jetzt Yardley. 7 Foot lead, fire! Decker, 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 Decker. Did we hit him? No. Kein Treffer. Das Flugzeug soll umkehren. Zweiter Versuch.
Right, coming round to the left. Er kommt. Es kann losgehen. Das hätte der tödliche Schuss sein können. Und es war ungefähr im richtigen Winkel. Ein Schuss rechts, Austritt links. Der Versuch hat gezeigt, dass sowohl Popkin wie Evans den alles entscheidenden Schuss hätten abgeben können. Des Rätsels Lösung fand sich nicht vor Ort, sondern im Archiv von Alan Bennett. Beim Stöbern in seinen Unterlagen entdeckte er einen aufschlussreichen Hinweis. Einen Brief von Sergeant Popkin an das australische Kriegsministerium aus dem Jahr 1935. Darin beschrieb er den genauen Ablauf und fügte eine Skizze bei. Die Stellung, aus der heraus er geschossen hatte, lag zwischen den beiden X-Markierungen. Popkin sagt, er habe frontal auf die Maschine gefeuert, als sie plötzlich einen Ruck tat und er glaubte, den Piloten getroffen zu haben. Aber Popkin schoss von vorn. Er kann ihn nicht getroffen haben. Damit ist das Rätsel gelöst. Von all den Kandidaten auf einen Ruhmesplatz in der Geschichte. Brown, Popkin, Buie. Bleibt nur noch Snowy Evans. Ein Mann, von dem es kein einziges Foto gibt und der einsam und kinderlos 1925 starb. Als Pilot wäre er gewiss in die Liste möglicher Kandidaten aufgenommen worden. So aber war er nur einer jener Namenlosen, die der Krieg zu Opfern gemacht hatte. Wir haben weder Gewehr noch Geschoss als Beweisstücke. Aber wir können sicher sein, dass es nicht Captain Brown war, der den Roten Baron abschoss. Es war der australische Infanterist. Niemand weiß, ob der einfache Fußsoldat ahnte, dass er einen großartigen Flieger vom Himmel geholt und damit eine Legende beflügelt hatte. Bei dem einzig noch lebenden Zeugen ruft das Ereignis noch immer unauslöschliche Gefühle wach. Es war gut, den Roten Baron sterben zu sehen, weil er eine Bedrohung darstellte. Für die Soldaten in den Gräben bedeutete der Abschuss des mit höchsten Orden ausgezeichneten Richthofen einen großen Sieg. Er fühlte sich unbesiegbar und verletzte seine eigene Regel, nie allein anzugreifen. Das war sein Fehler. Am 21. April 1918 stirbt der berühmteste Flieger des Ersten Weltkriegs. Die Legende aber lebt bis heute fort.